Soziale Netzwerke sind eine Flutsache. Es kann die neue Leute kennenlernen, mit allen Bekanntschaften in Kontakt bleiben und sowieso immer up-to-date sein, mit egal was gerade in der Welt geschieht. Mit Leuten sind Facebook und Co. auch ein Spielwies für Leute mit männerehelichen Absichten. Generell kann ich sagen, dass heute dieselbe Betrugsmaschen zirkulieren wie per E-Mail. Allerdings ist der Erfolgsquote für die Betrüger am Netzwerk viel mehr groß. Für was? Mal weil Hunderten an Nacken nicht eine anonyme E-Mails-Adresse stößt, mehr ob man scheinbar eine reale Person mit Num, Foto, Beschreibung und so weiter. Es gelingt in einem Arnak auch viel echter, wenn auch tausend anderen Leute zu liken und delen. Maschen sind zwar immer dieselbe, mit Verpackung ändert. Häufig gesehen die Links zu einem super interessanten Video, den anscheinend unbedingt muss gesehen haben, Ankaufsbongen von bekannten Geschäften oder Pip von Boutiquen, die da ja machen, wo für ganz billig Suchen verhökern. Was stößt du hundert? Naja, wenn ihr bei so einem Link klickt, geht normalerweise weitergeleitet auf eine externe Website. Hierauf hat Facebook selber keinen Einfluss mehr. Wenn es sich um ein Geschäft handelt, wo extrem billig Markenartikel verkauft werden, dann muss ich davon ausgehen, dass es sich um illegale Fälschungen handelt. Auf anderen Webseiten wird der Besucher aufgefordert, seine persönlichen Daten anzugehen, nach ihnen zum Beispiel das Video, wenn es jemand überhaupt kommen aus, darf gucken. Ist so ein mal harmloseste Fall, gehen das Donnen just gesammelt, wie sie später zu Geld zu machen. Mehr ehrlich ist es, wenn ihr unbemerkt zum Beispiel ein Abonnement oder ein teuer Mombas-Karte bestellt, weil ihr pressiert ist und an das Kleingedrückte nicht liest. Schlimmstenfalls können Kriminelle mit den richtigen Donnen aber auch Zugriff auf Internetkonten oder sogar auf Bankkonten kriegen. Stellt euch immer froh, für mein Video zu sehen oder mein Bon zu kriegen, also da wirklich nötig, dass ich mein ganz privat Donnen angehen oder dass ich eine Datei rufe. Nee, also nicht. Hier wird bewusst mit vier Witz von den Leuten gespielt, für ein Donnen an Geld zu kommen. Vom Video oder Bon, den ihr wollt tun, gesagt ihr übrigens nicht. Sie denken just als alte Versprechen, für davon unzulackeln. Bisse Kjörke, die Stoffe folgenden Tipps mit auf der Weg. Der gesunde Menschenverstand unbedingt ausschalten bei Offeren am Internet, die zu schön klingen, für Wora zu sehen. Alles nur Motto, du wirst nicht geliebt, was du heute sagst, als du viel suspekt. Und das Wichtigste, keine persönlichen Donnen auf einer externen Website angehen und keine Dateien hochladen, weil du kannst dich einmal bei Hand drauf verstoppen. Aber wenn ihr diese Tipps mit eurer Freund teilt, wird eure Newsfeed sich schnell vom selben säubern, weil die Wahrscheinlichkeit, ob ihr Scammer anzufallen, noch einmal mehr klein möchte.